Extrakt. Der Waldmeister-Extrakt, meine lieben Freunde. Er muss fließen. Sehr schön, sehr schön. Es läuft, es läuft. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Timberborn. Meine lieben Freunde, im neuen Update 5 Experimental sind wir endlich soweit, dass wir Sprengstoff haben. Denn die Sprengstoffproduktion, die läuft jetzt nämlich anders ab. Wir brauchen für den Sprengstoff jetzt nicht mehr Papier, sondern für den Sprengstoff brauchen wir jetzt tatsächlich das Faulwasser. Über die speziellen Faulwasserpumpen, die jetzt auch neu sind, müssen wir Faulwasser einlagern und dann letztendlich in der Sprengstofffabrik zu Sprengstoff verarbeiten. Die Produktion läuft jetzt. Wir haben jetzt hier auch schon einen gewissen Vorrat zusammen produziert. 54 mal Sprengstoff. Und jetzt geht es darum, dass wir die höheren Sprengstoffstufen auch noch produzieren und freischalten. Dazu brauchen wir das Extrakt aus dem Faulwasser. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Timberborn reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die mir am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne die Kommentare benutzen, um mir mitzuteilen, wie ihr Timberborn findet, ob ihr mehr sehen wollt. Unbedingt schreiben, dass ihr mehr sehen wollt, wenn ihr mehr sehen wollt. Ganz wichtig, ja. So, dann würde ich sagen, wir machen mal jetzt die Zentrifuge. Und zwar ist das ja dieses Gebäude hier. 200 PS braucht es. Und das setzen wir jetzt einfach mal direkt hier daneben, würde ich sagen. Die Energie müsste ja aus dem anderen Gebäude mit transferiert werden, normalerweise. Und ja, das braucht dann, glaube ich, auch... Braucht auch Schmutzwasser, genau. Dann wird dann das Extrakt hergestellt. So, das heißt, wir brauchen da aber auch noch ein bisschen Energie. Und da machen wir jetzt noch eine windige Mühle, würde ich sagen. Bisschen Abstand brauchen wir da, genau. Und dann ziehen wir uns hier mal so ein Ding da rein, genau. Und dann können sie hier nämlich dann das machen. Wir brauchen 30 Metallblöcke dafür und 40 Zahnräder. Das müsste eigentlich alles am Start sein. Ja, wir haben 33 Metallblöcke. Sieht sehr gut aus. Genau, sehr schön. Und ein bisschen Vorrat an von dem Zeug haben wir auch. Jetzt müssen wir mal schauen, die Stufe 2 Sprengung. Da brauchen wir 900 Forschungspunkte. Die haben wir jetzt nicht. Ich habe nämlich noch was anderes freigeschaltet. Ich habe nämlich noch freigeschaltet die Litfaßsäule tatsächlich. Den Anschlagspfahl heißt das hier. Ja, das ist nämlich eine recht teure Deko. Ein recht teures Deko-Objekt. Und das haben wir jetzt einfach mal dahingestellt. Da steht ja sogar was dran. Aber leider kann man die Schrift nicht lesen. Aber die Symbole sind schon mal schön hier. Die Bilder von den Bibern. Genau, das ist nämlich ein Deko-Objekt, das hat nämlich erstmal nochmal einen zusätzlichen Ästhetik-Bonus, nämlich über hier diese Leiste hier, die Anschlagsäule. Und wenn man die an einer neuralgisch wichtigen Stelle platziert, zum Beispiel, warum steht unten eigentlich die Eisenzähne? Achso, das ist wegen Freischaltung. Nee, das können wir ignorieren, wir spielen ja die Rustikalrouten gerade. Wenn man das an einer wichtigen Stelle platziert, wo sie alle vorbei müssen, dann erhöht sich da halt dieser Bonus. Und der Radius ist auch nicht schlecht tatsächlich. Und dann fühlen die sich halt wohler. Und das habe ich jetzt halt auch bei anderen Sachen auch noch gemacht. Ich habe noch ein paar von den Laternen platziert, die auch neu sind. Ein paar von den Hängematten, wobei die jetzt keinen speziellen Bonus direkt geben. Die sind wirklich nur fürs Aussehen. Ich habe auch noch mal Schreine platziert. Und ich habe auch noch mal, was habe ich noch platziert? Die Biberstatuen hier habe ich noch platziert. Damit wir da ein bisschen einen Wohlbefinden-Bonus bekommen. Jetzt haben wir nämlich das Wohlbefinden der Biber von 7, war es glaube ich in der letzten Episode, auf 13 hochgebracht dadurch. Nur durch diese paar Kleinigkeiten. Genau, habe ich mir gedacht, ist mal eine gute Idee, weil dann werden die nämlich auch ein bisschen widerstandsfähiger, glaube ich, gegen Verletzungen, wenn die ein bisschen mehr Wohlbefinden haben. Und Verletzungen ist ja auch so ein Punkt, wenn die jetzt hier so fortschrittliche Verarbeitungen machen müssen, zum Beispiel Stahl, also in der Schmelzerei oder in der Sprengstofffabrik, dann können denen Verletzungen zuteil werden, dann können die sich verletzen und dann müssen sie sich heilen und das müssen sie halt machen, indem sie sich ins Bett legen und das dauert halt. Und ja, dadurch, dass es jetzt halt auch keine Ärzte mehr gibt und keine, also keine Heiler und keine Heilpflanzen mehr, liegen die jetzt halt einfach ihre feste Zeit im Bett und das Risiko kann man, glaube ich, ein bisschen reduzieren, indem es denen halt besser geht einfach. Dann verletzen die sich nicht allzu schnell. Das sieht man auch, wir hatten vorher irgendwie immer vier verletzte Biber oder so, jetzt haben wir immer nur noch ein bis zwei. Also wir haben das ein bisschen reduziert jetzt dadurch. Ist schon nicht schlecht. Ich glaube, mit Nahrung, mit besserer Nahrung kann man die auch noch ein bisschen widerstandsfähiger machen. Was haben wir denn für Nahrung?
Ja, da haben wir eigentlich ja nur die Karotten momentan. Man könnte jetzt noch über Grillkartoffeln vielleicht noch nachdenken. Brote wären vielleicht auch noch ganz gut. Aber ich glaube, am einfachsten sind tatsächlich die Grillkartoffeln. Da müssen wir natürlich Kartoffeln anpflanzen. Und das müssen wir natürlich auch da machen, wo wir auch eine Anbaufläche haben, die auch nicht kaputt geht durch irgendwelches Faulwasser. Da würde ich vielleicht sogar sagen, da machen wir nochmal eine separate Anpflanzung. Da würde ich vielleicht sogar sagen, wir sprengen den Bereich hier einfach mal ein bisschen runter noch. Wir haben ja jetzt Sprengstoff und wir können ja jetzt eh nicht sofort den fortschrittlicheren Sprengstoff machen, weil wir den ja noch nicht freischalten können. Dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt erstmal den Sprengstoff hier und sprengen uns hier mal um eine Ebene nach unten. Und da machen wir jetzt mal diese Wege erstmal weg. Weil wir die ja nicht brauchen. So, machen wir mal weg. Und bauen da mal Sprengstoff. Dann können wir nämlich hier diese ganze Seite für die als Anbaufläche noch benutzen. Da haben wir nämlich auch schon einen Bauernhof am Start. Also hier drüben ist schon ein Bauernhof. Dann könnte man den noch gleich benutzen zum Anbauen. So, dann lässt mal hier das setzen. Machen wir mal einfach mal so jetzt. Oder erstmal nur bis hierhin so. Dass wir diese Fläche nach unten kriegen. So. Guck mal, die sehen jetzt auch anders aus, oder? Der Sprengstoff. Der Einser sieht ein bisschen anders aus, finde ich. So, das müssten unsere Baunasen, müssten das jetzt eigentlich machen. Unsere Baubiber, genau, da kommen sie auch schon. So, das ist jetzt der normale, den kennen wir schon, der Stufe 1 Sprengstoff. Mal gucken, ob die Animation vielleicht jetzt auch anders ist. Bin ich mal gespannt. Schönen Sprengstoff installieren, genau. Sonnenblumen kann man auch recht ein. Das stimmt, ja. Vielleicht sollten wir erstmal die Sonnenblumen nehmen. Wobei Kartoffeln. Warte mal, was gibt denn den besseren? Es gibt alles gleich viel, wie es aussieht. Dann machen wir vielleicht doch die Sonnenblumenkerne erstmal. Dann braucht man nämlich nicht noch extra Arbeitskräfte für die Bäckerei und den ganzen Spaß. Oder für einen Grill. Ja, jetzt fehlt uns hier Energie. Die Windräder sind nicht immer an. Ich brauche noch so ein bisschen eine zentralere Energieversorgung. Vielleicht auch hier mit mehr Wasserrädern auch noch. Ich will halt die Bären hier auch nicht unbedingt wegmachen. Wobei wir ja eigentlich genug Bären haben. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, genau, Wohlbefinden ist wichtig. Und genau, Dekontamination. Also das ist halt dann noch die andere Sache, für das wir dann auch das Substrat brauchen. Oder Extrakt, ich sage mal Substrat. Das Extrakt meine ich. Dieses Reagenzglas halt, dieser, oder Erlenmeyer-Kolben ist das, glaube ich. Nicht ein Reagenzglas. Mit dem Sprudelzeug da drin. Oh, guck mal, es produziert Extrakt. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir einlagern auch das Zeug. Warte mal, einlagern, einlagern. Dann machen wir jetzt einfach mal noch einen mittleren Tank. Und den machen wir jetzt einfach mal hier so dahinter. Würde ich sagen. Und ziehen da mal so eine Straße hier lang. Genau. Und machen das mal so. Und lassen das mal. Oder warte mal. Bricht das nochmal ab. Vielleicht lassen wir das hier lieber ohne Straße. Weil wir können ja da mit einer Welle eigentlich die Energie eher übertragen. Weil die Lagerhäuser übertragen die Energie ja auch. Lass das vielleicht mal lieber so machen. Dass wir hier lieber eine Energieübertragung machen. Über das Gebäude hier rein. Weil dann können wir vielleicht da auch eine Energie. Hier irgendwie, wenn wir hier noch Wasserräder bauen, vielleicht das mal hier so eine Welle drumherum bauen irgendwie. Ist vielleicht schlauer. Und dann lieber das Lager für das Zeug. Das machen wir lieber dann direkt hier davor einfach. So. Dann stellen wir das mal schon ein. Das ist das Extrakt, genau. Weil dann kann das nämlich auch immer schön durchlaufen. Wunderbar, wunderbar. Wir sehen, das wird jetzt auch schon weniger Schmutzwasser. Guckt euch das mal an. Wo kommt das Schmutzwasser her? Ist vielleicht noch eine spannende Frage. Das kommt aus den Quellen, die sich hier oben befinden. Hier. Und hier oben sind auch nochmal zwei. Da kommt das raus. Das kommt aber nicht in so einer großen Menge raus wie die Quellen von dem normalen Wasser. Da ist es ein bisschen weniger. Also, und das ist auch mehr verteilt natürlich, weil, ne, hier sind halt zwei Quellen und hier oben auch nochmal. Und dann sind natürlich hier auch noch ein paar Stellen, wo es auch abfließt. Das heißt, dass. Staut sich tendenziell jetzt nicht so stark. Und hier fließt auch nochmal normales Wasser natürlich auch zu. Ist auch noch so ein Punkt. So, dann schauen wir doch mal. Haben wir überhaupt die Zahnräder jetzt dafür? 55 Zahnräder. Ja, Bretter haben wir auch dafür. Das sollte eigentlich alles recht schnell gehen.
Und dann können wir mal das Zeug dann auch einlagern. Weil das interne Lager hier von unserer Produktion, das ist jetzt schon wieder fast voll. Ich wollte hier an der Stelle einen kleinen Turm bauen, einen kleinen Wohnturm. Da müssen wir mal gucken, ob das praktikabel ist wegen den Windrädern. Ob ich das da noch hinkriege. Vielleicht hier mal schauen, ob wir hier so ein Dreier-Ding hinkriegen noch. Kriege ich da noch die Treppe dann da? Nee, dann kriege ich die Treppe da, glaube ich, nicht mehr hin. Nee, dann muss ich das, glaube ich, eher so machen. So, und hier müssen wir mal schauen. Da macht man dann einfach nur ein normales Zweierhaus, macht man dann dahin. Da mache ich jetzt mal hier die Klötze einfach mal so dazwischen. Und dann macht man hier noch ein Wohnhaus. Und dann macht man da eine Straße rüber. Und hier macht man dann schon mal eine Treppe. So, und dann hier den Weg. Ja, wobei, wir müssen da den Weg ja noch hinbauen, sehe ich gerade. Ja, dann... Moment. Dann braucht man hier nochmal eine Treppe tatsächlich. Ja, ja. Das ist schon alles nicht so einfach. Mit diesen Staplern. Da muss ich mir... Bei den Eisenzähnen hatte ich mir schon so ein bisschen so ein System überlegt, wie ich das machen will. Hier muss ich erstmal noch ein bisschen klarkommen. Ja, genau. Warte, so. Genau. So dachte ich mir das nämlich. Dann mach mal... Warte. Mach das nochmal weg. Und mach das auch nochmal weg. Und jetzt brauchen wir hier schon... Ah ja, genau. Nee, war okay. Hier eine Treppe, genau. So. Und jetzt... Hier eine Dreierstütze. Genau. So. Und dann haben wir nämlich hier jetzt... Ne? Haben wir das jetzt hier gemacht. Und jetzt brauchen wir hier dann nochmal ein Gebäude. Ja, und hier könnte man dann in diesen Freiraum Deko-Objekte setzen. Und kann das dann immer weiter nach oben stapeln eigentlich. Ah, wir haben schon grünen Schleim. Guckt mal, das sieht ein bisschen aus wie bei Ghostbusters so, der Schleimer. Oder wie Waldmeister-Götterspeise. Nicht schlecht. Waldmeister-Götterspeise, meine lieben Freunde. Nice, nice. Hm, schön. Hier dreht es sich auch richtig gut. Guckt mal. Nicht schlecht. Wir haben Extrakt. Der Waldmeister-Extrakt, meine lieben Freunde. Er muss fließen. Sehr schön, sehr schön. Es läuft, es läuft. Und damit funktioniert dann auch die Dekontaminierung. Dann könnten wir jetzt... Ja, die Dekontaminierung eigentlich schon freischalten. Aber ich würde jetzt vielleicht das noch nicht mal... Ich würde erstmal sparen auf die zweite Sprengstoffstufe. Das braucht man nämlich nicht mehr lange. Da fehlen uns nur noch so ein paar Forschungspunkte. Dann können wir die nämlich mal freischalten. Ich will nämlich mal wissen, ob ich dafür jetzt eine neue Fabrik noch bauen muss. Oder ob ich das in derselben Fabrik machen kann. Oder ob ich dann die Dynamitstangen, die normalen dafür brauche. Und wie das jetzt eigentlich genau funktioniert dann. Bin ich mal gespannt. Und wenn sie das dann hier fertig haben, können wir das dann auch zünden und... Machen dann hier die Sonnenblumenanbauzone. Du brauchst vielleicht einen Speicher für Dreckwasser, wenn es kommt. Ich habe ja hier schon meinen Überlauf. Das hat ja schon funktioniert, das haben wir auch schon getestet. Also, das läuft alles. Das Dreckwasser ist nicht mehr so ein großes Problem jetzt im Sinne von, dass es meine Siedlung überflutet. Das haben wir in der letzten Episode auch uns schon mal angeguckt, dass das funktioniert. Könnt ihr euch auch natürlich angucken dann entsprechend, wenn ihr das auf YouTube schaut. Wie gesagt, am Anfang des Videos ist dann immer rechts um die Playlist verlinkt in der Ecke. Am Anfang des Videos, am Ende ist er auch verlinkt. Genau. Und ihr werdet jetzt immer weiter Sprengstoff gebaut. Sehr gut. Nice, nice. Hier hinten spreng ich es mal noch nicht runter, weil wir müssen uns vielleicht dann hier noch hochbauen auf die höhere Ebene von der Terrasse. Wäre vielleicht auch mal ganz schlau, dass wir vielleicht da noch so ein bisschen reinsprengen auch. Weil man könnte ja hier diese Rinnen, könnte man ja auch noch weiter nach unten sprengen, theoretisch. Wäre vielleicht jetzt auch nicht so verkehrt. Und vielleicht auch hier oben dann irgendwann nochmal eine Schleuse bauen. Auch das könnte schlau sein. Weil man ja theoretisch den Abfluss für das Dreckwasser auch direkt hier hinten machen könnte. Mit dem Sprengstoff. Dazu müsste man natürlich erstmal nach oben kommen. Ich meine, ich könnte ja schon mal so eine Treppe eigentlich mal schon bauen hier. Können ja mal hier ein bisschen zurückbauen. Das ist natürlich schwierig hier hochzukommen. Man müsste das auch auf eine gewisse Höhe vielleicht auch noch bringen. Muss mal gucken, warte mal. Wenn ich da Stützen setze, hier wäre... Ja, da müssen wir weiter zurück. Oder wir machen eine Wendeltreppe, das würde auch gehen. Wendeltreppe, das könnte man dann auch gleich für eine Batterie benutzen auch. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir eh so weit nach oben gehen. Ist nur blöd hier mit den Bäumen, die müsste man dann auch wegkriegen. Also eine Batterie, warte mal, wie breit war nochmal eine Batterie?
Haben wir noch nicht freigeschaltet. Ich glaube, die war 2 Einheiten breit. Da müssen wir 2 Einheiten Platz lassen. Damit das nicht zugebaut ist dann. Das würde dann gehen. Dann könnte man da eine nach innen setzen. Da muss man aber auch noch für die Welle, die Energie dann transportieren muss, muss man ja auch noch Platz einplanen dann. Also, ja, das ist ein bisschen kompliziert jetzt. Ich glaube, ich werde am Anfang jetzt erstmal nur die Treppe machen. Und wie wir dann die Batterien und so machen, das können wir ja dann nochmal sehen. Das hatte ich bei den Eisenzähnen übrigens gemacht in dem Spielstand. Da habe ich solche Batterietürme gebaut. Könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Wie gesagt, Playlist. So, dann warte. Dann machen wir jetzt einfach erstmal nur die Treppe. Ich habe es jetzt erstmal ein bisschen hinten weggemacht. Machen wir das mal so. Treppe. Dahin. Zweier. Zweier. Treppe. Ja, so wird ein Schuh draus. Treppe. So, Treppe hier. Zack. Und dann natürlich entsprechend ein Weg. Die wollen ja da auch hoch und runter kommen, die Biber, nicht wahr? So. So. Und dann hier wieder ein Zweier. Bis dahin. Und dann wieder eine Treppe. Richtig schönes, hochgestapeltes Treppenhaus. Ist schon nicht verkehrt, da hochzukommen, würde ich sagen. Jetzt könnte man, ja, hätte man sagen können, dass man hier vielleicht schon hochgeht. Aber das ist dann noch zu niedrig. Ne, da müssen wir doch noch eine Stufe. Eine weitere Stufe brauchen wir noch. Da sieht man mal, wie hoch das jetzt schon ist. Aber man kann auch deutlich höher stapeln, tatsächlich. Da geht noch was. So, jetzt könnte man schon überlegen, ob man hier hinbaut. Das ist, glaube ich, auch schlau, weil wir haben hier eine Freifläche. Dann nehmen wir jetzt hier mal einen Dreier und da einen Einser. Und gehen noch eine Etage nach oben. Zweier, dann hier nochmal ein Dreier und ein Einser. Und dann so, genau, jetzt sind wir oben. Jetzt können wir dann hier vielleicht auch eine Holzfällerfahne setzen, schon mal direkt. Und lassen die dann hier das Holz abholzen, dass wir da Platz haben zum Bauen. Weil das Holz muss da eh weg, wenn dann da die Schmutzwasserflut kommt, dann stirbt es eh. Von daher kann man das dann auch gleich entfernen eigentlich. Wunderbar, das können sie da machen, können sich da hochbauen. Sehr schön, sehr schön. So, die Wohngebäude haben sie jetzt schon gebaut. Ich hoffe jetzt mal, dass die Nahrung auch ausreicht, um die Biber dann noch zu versorgen entsprechend. Müssen vielleicht nochmal schauen, dass das mit der Fortpflanzung noch hinhaut. Oh, hier ist Überflutung. Warte mal, da müssen wir mal gucken. Mal ein bisschen mehr aufmachen noch hier, damit mehr abfließen kann. Es staut sich sonst zu sehr. Machen wir es mal richtig auf da. Ja, hinten staut sich es auch auf. Jetzt muss ich, glaube ich, hier wieder ein bisschen zusätzlich ablaufen lassen. Sonst wird das nichts. Sonst ist da hier zu viel und es staut sich immer weiter rein. Ja, so passt es. Okay, jetzt können wir, glaube ich, hier wieder eine Idee zumachen. Wieder lieber ein bisschen eher so auf 0, auf 1,5 vielleicht wieder eher. Wichtig ist nur, dass es hier nicht hochstaut. Darf hier nicht hochdrücken. Das ist hier so ein bisschen auch so eine Engstelle. Hier muss das Wasser durch eine sehr enge Stelle durch und da neigt es dann dazu, sich irgendwann dann einfach hochzustauen. Ja, wir haben verschiedene Geschmacksrichtungen, ja. Erdbeere und Waldmeister. Nicht schlecht. Lecker, lecker Wackelpudding. Aber es wird immer weniger, der Wackelpudding. Wir müssen mal mehr Wackelpudding rausholen hier. Mal noch eine Wackelpuddingpumpe mal bauen. Sonst ist Ende, wenn der Wackelpudding alle ist. Ende mit Sprengstoff. Ja, haben es aber gleich. Wie viel Baumaterial haben wir? Wir haben genug Planken und genug Rohholz. Die Frage ist, haben wir genug Bauarbeiter, die das alles machen können. Aber eigentlich ist ja gerade gar nicht so viel zu bauen. Bis auf das hier hinten ist ja eigentlich gar nicht so viel. Und die Sprengung halt. Da kommt wieder einer und setzt was. Bin mal gespannt, ob wir zur Sprengung kommen. Ah, wir haben die Punkte für die Sprengstofffreischaltung hier. Genau, machen wir das jetzt mal. So, da sehen wir es. Wir brauchen normalen Sprengstoff und Extrakt für den fortschrittlicheren Sprengstoff. Huch, nein, jetzt habe ich den da hingesetzt. Oh Gott, das will ich bloß wegmachen. genau. Aber wo produziert er das denn jetzt eigentlich? Ich kann ja hier kein Rezept auswählen. Oder wird das dann automatisch dazu? Zerstört das darunterliegende Gelände
und detoniert Dynamit in der Umgebung. Nur ebenerdig. Muss auf Boden gebaut werden. Explosionstiefe 2. Oder bringen die dann erst den Sprengstoff dahin, das Dynamit, und dann nochmal das Substrat oben drauf. Wir haben eine Dürre, oder? Ja, Dürre kommt. Okay, egal. Genau, also ich glaube, die machen das dann direkt vor Ort, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Es scheint keine Verarbeitung für die zweite Stufe zu geben. Ja, bin ich mal auf die dritte Stufe gespannt. Da braucht man dann zwei Einheiten dafür, okay. Weil ich sehe jetzt hier... Ich sehe jetzt hier keine Auswahlmöglichkeit, so von wegen zweite Sprengstoffversion oder so. Führt überhaupt ein Weg zur Wendeltreppe? Sollte eigentlich, ja. Hier, da. Ach so, nee. Führt nicht. Nee, stimmt, ihr habt recht. Haha! Spielbär hat sich wieder ein Ei gelegt. Warte mal ganz kurz. Das machen wir mal. Sekunde. Ich mach mal die Dinger hier nochmal weg. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Ich mach das jetzt mal einzeln. Ich habe keine Lust da aus Versehen jetzt was vor der Dürre wegzulöschen, was ich nicht weglöschen will. Stimmt, da führt gar kein Weg hin. Ich dachte gerade, da müsste doch eigentlich ein Weg sein, aber tatsächlich... Tatsächlich ist da gar keiner. Jetzt können sie auch bauen, siehst du? Jetzt machen sie auch was. Mich schon gewundert. Es gibt doch eigentlich gar kein anderes Bauprojekt hier. Wir haben 8 Arbeitslose. Was ist denn da los? Warte mal, da können wir mal mehr Schlepper noch einstellen. Dann geht das alles auch alles ein bisschen schneller. Transport von Waren und so. Oder so ohne Treppe. Ne, genau, das passt schon. Jetzt müssen sie noch das letzte Segment machen. Genau, und jetzt kommen sie da auch ran. Ja, ist ein bisschen ein Umweg natürlich. Aber ich will jetzt hier nicht noch eine zweite... Ja, könnte man eigentlich machen, da noch eine zweite Dings, aber... Sie können auch hier lang gehen, ist jetzt egal. Jetzt kommen sie auch schneller hier an die Sprengstoffstellen. Gleich können wir sprengen. Bin mal gespannt, ob es eine neue Animation gibt. Und ich bin mal gespannt, ob es auch immer noch ruckelt, wenn man den Sprengstoff zündet. Das war nämlich früher auch so. Wenn du eine große Fläche weggesprengt hast, da hat es immer erstmal ordentlich geruckelt. Bin ich mal gespannt. Fehlen ja nur noch 3 Fähnchen. Und dann passt das. Eine Treppe hin wäre schneller gewesen. Egal. Man kann das so und so machen. Ich kann es auch kompliziert machen, auch wenn es eigentlich einfach geht. Weil, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Dann mache ich es lieber kompliziert, weil einfach kann jeder. Einfach ist langweilig, weil das ist nämlich einfach langweilig. Deswegen kompliziert, weil es kompliziert geiler ist. In Timberborn kann man auch sehr schön unnötig kompliziert bauen. Und das Spiel bestraft einen auch nicht so wirklich dafür. Das ist das Schöne an Timberborn. Ich kann kompliziert bauen, einfach so. Einfach kompliziert und dann bestraft es mich nicht. Sieht man hier auch wieder. Sieht man hier sehr schön. Hier, jetzt haben wir wieder Erdbeersaft. Wunderschön. Mehr Erdbeersaft und mehr Götterspeise hier noch. Mehr Waldmeister. Brauchen mehr Waldmeister. Alter, klingt wie ein Presslufthammer. Kann man jetzt eigentlich den vorhandenen Sprengstoff upgraden? Weiß ich gar nicht, aber ich glaube, ich kann ihn jetzt schon zünden, weil jetzt sind sie gerade, ist gerade Nacht, da ist kein Biber am Start. Oh, scheiße, Dürre. Ah! Moment, stopp, schnell. Schnell nochmal zumachen hier alles. Ah, habe ich voll verpennt jetzt. Ich bin voll auf den Sprengstoff abgefahren. Ihr habt mich mit der Treppe, habt ihr mich abgelenkt. Ihr seid schuld. So. Jetzt schnell nochmal hier, Dürre. Ja, genau. Haha, scheiße, jetzt habe ich gar nicht volllaufen lassen. Egal. Spielbär hat sich nicht volllaufen lassen. Spielbär hat sich nicht volllaufen lassen. Ah, Mann, der Spielbär hat sich wieder nicht verletzt. Jetzt habe ich auch die Sprengung verpennt. Egal. Egal, egal, egal. Oh, 9 Tage auch noch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nur weil ihr mich abgelenkt habt. Jetzt müssen alle Biber sterben, weil ihr mich abgelenkt habt. Egal. Einen Sprengstoff noch und dann sprenge ich sie in die Luft. Dann geht das schon. Kurz und schmerzhaft. Hat er auch alle Schleusen zu? Ich habe die hier zugemacht. Ich habe die hier zugemacht. Und ich habe die hier zu gemacht. Und die war sowieso schon zu hier. Die ist nur eh nur noch für absolute Notfälle. Aber wir haben leider nicht besonders hoch aufgestaut. Das könnte ein Problem sein. Vielleicht, wenn wir hier die Pumpen pausieren. Warte mal, das können wir mal machen. Dann lassen wir sie das lieber hier erstmal nur rauspumpen und nicht hier so. Dann hält es sich hier nämlich noch ein bisschen wegen dem Deich. Hoffe ich jetzt einfach mal. Müsste eigentlich so sein. So, jetzt können wir gleich sprengen. Aber müssen wir noch kurz warten, bis sie weg sind da. Ich zünd das Ding jetzt. Es ruckelt nicht mehr beim Sprengen. Guckt mal.
Es läuft flüssig. Es läuft flüssig durch. Und die Animation sieht auch ein bisschen anders aus. Haben sie ein bisschen... Bisschen verändert haben sie es auf jeden Fall. Und performanter ist es. Das ist natürlich sehr schön. So, und jetzt können wir nämlich hier Sonnenblumen anpflanzen. Das war nämlich so der Plan. Diese Ebene da an der Stelle runterzusprengen. Um hier jetzt dann Sonnenblumen anzupflanzen. Ja, wir haben nämlich da noch ein Farmhaus in der Nähe. So, jetzt muss ich mal gucken. Können wir das jetzt einfach da so drumrum gruppieren hier? Sonnenblumen. Dann könnt ihr nämlich die auch gleich essen direkt. So, hier, gucke mal. So. So. Und dann machen wir hier noch einen Pfad nach oben. Genau. Sehr schön. Dann können wir hier noch hoch auch. Sieht doch gut aus. Ich meine, hier könnte man natürlich auch noch eine Treppe hinmachen. Dann kommen sie hier nämlich auch gleich oben drauf. Warte. So nehme ich. Und dann haben wir hier nämlich gleich auch noch einen Weg. Können wir da nämlich auch noch Sprengstoff setzen. Das auch noch runtersprengen alles. Ist vielleicht keine so schlechte Idee. Aber das können wir ja dann mit dem Zweier-Sprengstoff machen. Der sprengt ja zwei Ebenen tiefer, glaube ich. Und da können wir den dann gleich mal ausprobieren. Ich probiere den gleich mal aus. Mach das jetzt. Mach das jetzt. Ich probiere es mal hier an der Stelle. Bin jetzt mal gespannt. Mit Extrakt und normalem Sprengstoff. Sind die Pflanzer auch in Reichweite? Welche Pflanzer? Achso, die Pflanzer. Ja, ich habe das ja getrennt. Ne, die sind nicht in Reichweite tatsächlich. Da müssen wir das hier tatsächlich so machen. Erstmal. Und dann so. Das ist aber nur die Prio. Das ist ja nur die Prio für, wenn sie nichts anderes zu tun haben, glaube ich. Also wenn sie nichts anderes zu tun haben, nichts anpflanzen können, dann machen sie das halt, dann machen sie das andere. Ja. Also wenn sie Prio auf Anpflanzen haben und sie haben nichts zum Anpflanzen, dann machen sie das Ernten. Also sie machen immer das zuerst, was die Prio ist. Darum geht es bei der Prio. Das heißt nicht, dass die nur anpflanzen und nur ernten. Also die machen auch durchaus auch mal andere Sachen. Kommen die da überhaupt hin? Ah ne, die kommen ja noch nicht dahin. Ja, warte mal, ich muss mal hier die Prio mal hochdrehen. Von den zwei Strukturen hier. Die haben ja noch keinen Weg dahin. Hier, das muss noch gebaut werden vorher. Kein Weg, ja. Da führt kein Weg dran vorbei. Da beißt der Biber keinen Faden ab. Da beißt er sich die Zähne dran aus. Der Biber. Mal ein bisschen schneller laufen lassen, wenn Nacht ist. Ich glaube, jetzt kann ich es generell auch erstmal auf der schnellen Geschwindigkeit laufen lassen, weil die Dürre muss ja jetzt erstmal durch. Die Dürre muss durch, meine lieben Freunde, die Dürre muss durch. Ja, ich finde diese neuen Mechaniken, ne? Die haben Timberborn auch wieder richtig interessant gemacht, auf jeden Fall, finde ich. Also sie haben da auf jeden Fall sich was Geiles überlegt mit dem Schmutzwasser. Oder auch, dass man das halt auch nutzen kann. Dass es nicht nur eine Gefahr ist, sondern dass das auch was ist, was einen was bringt mit dem besseren Sprengstoff direkt auch. Sprengstoff, der halt auch mal ein bisschen mehr wegsprengt als nur, ja, einen Block. Aber das werden wir gleich sehen, wie viel der genau wegsprengt. So, jetzt können sie das hintransportieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Sehen wir das zufällig? Ja, ich glaube. Ja, da hat einer das Fass. Da. Der mit dem blauen Fass. Oder? Ah, nee, das ist Wasser, oder? Ja, nee, das ist Wasser. Sekunde, Moment. Dieses Objekt ist zu weit von einem Distrikt entfernt. Ach so. Straße. Ja, okay. Straße. Ich bin blöd. So. Hier. Zack. Bäm. Straße, da hast du. Da hast du. Straße hast du. Jetzt mach halt. Mach halt. Los. Ich hab den Sprengstoff hin. Bum, bum. Mehr Bum, bum. Spielbär will Bum, bum. Sofort. Ja. Oder? Ich hab keine Ahnung. Habe ich das gerade richtig gesehen? Nein, habe ich nicht. Geht's immer noch nicht, oder was? Doch. Doch. Jetzt geht's. Es steht da, Herr Spielbär, was da passiert. 16 Arbeitslose. Das ist gut. Das ist sehr gut. Mehr Arbeitslose. Die können wir dann alle in einem Rutsch, können wir die dann in Lohn und Brot bringen einfach. In einem Rutsch machen wir die dann alle, fertigen wir die alle ab. Nice. Es muss richtig rutschen. Da. Bombe. Bombe, Bombe, Bombe. Beschleunigen. Schneller. Trag die Bombe dahin.
Trag die Bombe, trag die Bombe. Aber das Fass haben sie jetzt noch nicht da am Start, oder? Tu es, das Fass ist schon unterwegs. Ich fass es nicht. Da! Da ist das Fass. Das Extraktfass. Das Extraktfass. Setz dich hin. Setz dich hin. Hä? Ach so, es muss noch gebaut werden. Uah. Na toll. Aber das machen sie jetzt nicht, wa? Müssen wir mal beschleunigen. Aber sie haben es geschätzt. Geschätzt haben sie es. Und ich dachte, das heißt bis bald. Pich bald. Was, pich bald? Mut du Klo. So, hier. Oh, drei Dinger, guckt mal. Ich spreng das jetzt. Yo, es hat zwei Ebenen weggesprengt in einem Bam. Nice, so muss das sein. So ist das geil. Komm, da setzen wir hier gleich nochmal einen drauf. Und der Dreier, der macht dann drei Blöcke wahrscheinlich. Und der braucht dann aber zweimal Substrat oder Extrakt. Biber brauchen Liebe und Extrakt. Nicht schlecht. Der Stoff, aus dem die Biber sind, ich sag's euch. Da ist es. Grünes Zeug, grünes Zeug. Waldmeister-Extrakt. Extrakt, Extrakt, Extrakt. Wunderbar. Das ist doch toll. Oh, was ist da oben? Kein Weg. Alles gut, wird gleich gebaut. Alles gut. Ist gleich soweit. Weißt du, dann können wir hier oben auch gleich mal die... Ah, die Abholzzone ist sogar schon markiert. Siehst du mal. Siehst du, jetzt haben wir da oben nämlich einen Biber sitzen. Und der kann das nämlich dann hier wegnagen. Jetzt nur nicht stolpern. Und das gute... Das wär ein Zufallsevent. Wenn sie dann mit dem Extrakt von dem Giftzeug stolpern und dann verteilt sich das in der Umgebung. Da ist nur so eine kleine Pfütze, aber ist dann kurzzeitig kontaminiert einfach. So ganz kurz. Und da oben Wasserräder. Ja, ja, ich müsste erstmal freimachen hier, ne? Brauche erstmal Platz. Aber so an sich ist das schon keine schlechte Idee eigentlich. 5 Tage Dürre noch. Ja, guck mal, es hält sich eine Idee besser hier oben jetzt durch diese Blockade. Hier muss es, hier wird es jetzt natürlich weiter abgepumpt wegen den Trinkwasserpumpen halt, ne? Ich glaube, das kommt ganz gut hin eigentlich. Ich sollte die nächste Dürre vielleicht nicht unbedingt verpennen. So, sehr schön. Alter, wie schnell man dann jetzt das Terraforming machen kann. Das ist schon ganz schön heftig, ne? Wenn man jetzt diesen neuen Sprengteil... Ich sag ja, Timberborn schafft es immer, geile neue Mechaniken reinzubringen, die das einfach nochmal eine ganze Ecke geiler machen, ja? Das ist ja dann wirklich schwer auf schwer. Ja, ja, auf schwer ist das wirklich schwer. Weil, wie gesagt, wenn die Faulwasserflut gleich direkt am Tag 1 kommt, das ist natürlich erstmal ein Thema am Hals. Sprengen! Jawohl! Guckt euch das an! Nice! Ja, und die untere Ebene kann man ja dann noch mit dem 1er-Sprengstoff dann runter. So kann man das auch gut dosieren. Weil so läuft man auch nicht Gefahr, dass man jetzt irgendwie aus Versehen irgendwie den zu krassen nimmt. Weil man ja auch immer sieht, das hat da drei Blöcke, ne? Und dann braucht sie ja immer noch das Extrakt da noch dazu zusätzlich. Das ist schon nice gemacht. Wie viel Forschungspunkte brauche ich für den Dreier? 1200. Ja, das können wir, glaube ich, erstmal noch knicken. Da müssen wir auch ein bisschen forschen. Aber das ist schon mal gut. Dann haben wir jetzt im Grunde erstmal soweit so gut wie alles freigeschaltet, was im neuen Update drin ist. Dekontaminierungsbehälter fehlen noch. Mache ich jetzt aber mal nicht, weil... Wir hoffen jetzt einfach mal, dass keiner kontaminiert wird. Und wobei das ein Grundbedürfnis ist, ist auch interessant. Warte mal, ist das, brauchen die das als Wohlbefinden? Das will ich jetzt mal ganz kurz checken. Nee, eigentlich nicht. Das wird hier nicht mit aufgelistet, oder spinne ich jetzt? Hunger, Durst, Schlafbedürfnis, nasses Fell, Verletzung. Aber keine Dekontamination. Vielleicht haben sie da noch die falschen, das falsche Interface drin. Kann durchaus sein. Vielleicht soll das gar nicht dazu beitragen zum Wohlbefinden.
Weil ich könnte mir vorstellen, dass das einfach noch zufällig da drin ist, weil das irgendwie vielleicht experimentell, wie gesagt, wir sind ja nicht in der finalen Version, wir sind ja experimentell. Und da ist das natürlich alles noch experimentell. Ein Karussellspaß wäre vielleicht noch nicht schlecht. Wir haben ein bisschen wenig Eisen dafür. 27 Eisen. Mehr Forscher bauen. Ja, könnte man auch machen. Oder einfach die Zeit laufen lassen. Warum haben wir gerade so eine Hungersnot? Was ist da los? Die Biber sind gerade am Verhungern. Wir haben, glaube ich, nicht genug Essen. War vielleicht keine so gute Idee, die Bauernhäuser umzustellen. Bin mir nicht ganz sicher. Aber naja, müssen wir mal gucken. Die Sonnenblumen brauchen halt noch eine Weile. Und wir brauchen noch ein Lager für die Sonnenblumenkerne auch. Warte mal. Wo machen wir das hin? Hier vorne, da passt eh nichts mehr hin, oder? Ja. Da würde theoretisch noch eine Pumpe hinpassen. Aber da wollen wir ja die Pumpen eigentlich eh weg haben. Mach ich jetzt mal hier hin. Sonnenblumenkerne. Wo sind sie denn? Wie sehen die nochmal aus? Ah, da. Sonnenblumenkerne. Genau, weil die können sie nämlich direkt essen. Die müssen wir nicht noch aufbereiten. Ein zu aggressives Wachstum. Weißt du was? Wir machen jetzt mal hier die Bäume, die machen wir jetzt mal hier weg. Und machen mal noch ein bisschen mehr Nahrung. Nochmal so zwei Streifen mehr mit Karotten. Auch wenn das jetzt natürlich ein bisschen wehtut. Wir haben einfach zu viel Baumaterial gerade. Und zu wenig Essen. Biber haben sich wie die Karnickel vermehrt. Ja, habe ich nicht auf dem Zettel gehabt irgendwie, dass das so schnell ging. Ich habe halt zu viele Häuser gebaut. Ja gut, dann sterben halt auch mal welche. Ist halt dann so. So, jetzt hier Möhren. Ist tragisch, aber ist so. Möhren. Tu mal lieber die Möhrchen hier, genau. Müssen das jetzt halt nutzen für die Nahrungsproduktion hier, die Fläche. Die Bäume können wir ja dann auch weiter hinten noch machen. Geht ja auch. Die sind ja jetzt auch nicht so wichtig. Beeren. Du könntest die Beeren da unten noch ernten. Stimmt. Warte, da machen wir hier eine Erntefahne für Beeren. Guter Einwand. Prio hoch. Ganz wichtig. Ein bisschen was kommt ja noch rein an Nahrung. Ist ja nicht so, dass jetzt nichts reinkommt, aber ist schon ja nicht schlecht, wenn wir da noch die Bärenfahne haben. Die Bärenfahne klingt auch lustig. So, jetzt wird da gesammelt. Sehr schön. Und da holen sie sich auch ein bisschen was gleich. Ja, Alter. Riesen Biberschwarm. Essen. An der einen Bärenfahne gibt es Essen. Gottes Willen. Ah, die Zwinger sind auch fertig. Sehr schön. Das ist auch gut. Die Sonnenblumen, die kommen auch genau richtig. Gott sei Dank. Hoffentlich reicht das Wasser jetzt noch. Oh nein, das Wasser. Das Wasser. In zwei Tagen kommt das Wasser erst zurück. Ah! Ein Albtraum, ein einziger. Es ist ein einziger Albtraum. Und an dieser Stelle endet diese Folge Timberborn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die komplette Playlist oder die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und aktiviert gerne die Biber-Nachrichtigungen, damit ihr alles auch mitbekommt, was hier auf dem Kanal so abgeht. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.